kein Obdach für sie finden. Kannst du sie nicht aufnehmen für eine Nacht? Ich erwarte einen Freier. Wenn ich bis morgen früh meine Miete nicht zusammen habe, werde ich hinausgeworfen. Wisse, dass du uns mehr gabst als ein Nachtquartier. Vielen, darunter sogar einigen von uns Göttern, sind Zweifel aufgestiegen, ob es überhaupt noch gute Menschen gibt. Sie kann nicht Nein sagen. Du bist zu gut, Shente. Wenn du deinen Laden behalten willst, musst du die ein oder andere bitte abschlagen können. Sag doch, er gehört dir nicht. Sag, er gehört einem Verwandten, einem Vetter zum Beispiel, der von dir genaue Abrechnung verlangt. Meine Cousine bedauert natürlich, das Gebot der Gastfreundschaft nicht auf unbegrenzte Zeit befolgen zu können. Aber sie sind leider zu viele. Dies hier ist ein Tabakladen und Fräulein Shente lebt davon. Herr Schulta, es tut mir leid, dass Sie Schwierigkeiten mit der Miete haben, ja? Ihr entschlossenes Auftreten vorhin hat uns gezeigt, wer Sie sind. Ist es das, was ihr wollt? Ist es das, was ihr liebt? Klatscht ihr brav im Takt, ha? Seid ihr vergnügt? Bist du auch so verliebt? Ich habe einen kleinen Laden. Ach, du gehst nicht auf den Strich, du hast einen Laden. Ich habe einen Laden. Aber zuvor bin ich auf die Straße gegangen. Ich habe sie gesehen, Erleuchtete. Sie ist ganz die Alte. Das freut uns. Sie liebt. Was ist das für eine Stadt? Was seid ihr für Menschen? Wenn in einer Stadt ein Unrecht geschieht, muss ein Aufruhr sein. Ich soll mich auf die Straße stellen und Tabak verramschen an die Zementarbeiter? Ich, Yang Tsun, der Flieger? Wo ist Ihre Cousine? Herr Shufu, beruhigen Sie sich. Ich kann Ihnen heute die Mitteilung machen, dass sie sehr bald zurückkehren wird. Sie werden Tabak verarbeiten. Im Gelass drinnen liegen 3 Ballen mit Ware. Holt sie. Ich kenne doch die Ballen. Das ist unser Tabak. Besser, Sie sagen das nicht so laut. Das ist mein Tabak. Was Sie daraus ersehen können, dass er in meinem Gelass stand. Wenn Sie einen Zweifel haben, können wir aber zur Polizei gehen und Ihren Zweifel beseitigen. Der gute Mensch, von dem alle nur Gutes berichtet haben. Nein, auch der Böse. Nun, lasst uns zurückkehren. Diese kleine Welt hat uns sehr gefesselt. Ihr Freud und Leid hat uns erquickt und uns geschmerzt. Jedoch gedenken wir dort über den Gestirnen deiner, Shente, des guten Menschen gern, die du von unserem Geist hier unten zeugst, in kalter Finsternis die kleine Lampe trägst. Leb wohl, mach's gut.